Dynamo TV aus dem Trainingslager wird präsentiert von DynTour, der Spezialist für Angelreisen und Ferienhäuser in Norwegen. Weiter geht's mit fokussierter Arbeit auf dem Trainingsplatz im Spanien-Camp. Am dritten Tag begrüßte die SGD mit Josef Huschbauer den dritten Neuzugang in der Winterpause. Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom tschechischen Tabellenführer und Champions-League-Teilnehmer Slavia Prag an die Elbe und wird Dynamos Zweitligateam mit viel Qualität, aber auch ganz viel Erfahrung verstärken. Ja, das hoffe ich doch. Ich denke, das sollte intern, aber auch nach außen ein Signal sein, dass wir uns noch lange nicht abgeschrieben haben, dass wir alle dran glauben und da können solche Spiele auch nur helfen, dass wir unser gemeinsames Ziel schaffen. Erfahrung tut unserer jungen Truppe auf jeden Fall gut. Natürlich dann umso überragender, wenn es jemand ist, der auch international eine Menge Erfahrung mitbringt. Und ich hoffe, dass er sich schnellstmöglich hier einfügt und ich denke, gerade das, was den Anschluss hier angeht, wird er keine Probleme haben. Denke ich, hatten wir in den vergangenen Jahren immer alle sehr schnell integriert und ich hoffe, dass er uns und unserem Spiel einfach gut tut. Die Saarland-Connection aus Florian Ballas und Patrick Schmidt ist in der Dynamo-Familie längst angekommen. Den markanten sächsischen Dialekt hat Florian Ballas in den vergangenen 3,5 Jahren in Dresden lieben gelernt. Auch die saarländische Mundart hält den ein oder anderen Leckerbissen für Liebhaber der deutschen Sprache bereit. So ein klassisches saarländisches Wort, was vielleicht nicht jeder so kennt, ist Dippelabbis. Was bedeutet das? Das ist eine Speise. Kann man sagen, im Deutschen so Kartoffelküchelchen, so Kartoffelpuffer, sowas ähnliches, halt ein bisschen auf saarländisch zubereitet. Ich denke, viele, die das Wort hören, können sich darunter halt einfach nichts vorstellen. Ich finde das Wort einfach nur lustig. Dippelabbis. Mein Lieblingswort ist schwer, da gibt es viele. Ich finde Huddel, Balava, was gibt's noch? Was bedeutet das? Huddel heißt Problem. Was hast du für Huddel? Also ja, mit was hast du jetzt Huddel oder ein Problem? Siesschmier bedeutet Marmelade. Balava, Stress oder Lärm. Ja, das sind schon so Worte, die ich ganz lustig finde in unserem Dialekt. Balava gab es mit den mitgereisten Dynamo-Fans in all der Zeit bis jetzt noch nie. Die schwarz-gelbe Fangemeinschaft nimmt sich seit fast 10 Jahren Urlaub, bucht Flüge und Unterkunft, wenn Dynamo Dresden ins Trainingslager reist. Auch in dieser sportlich schweren Phase bleibt in Spanien Raum und Zeit, um sich außerhalb der Trainingszeiten in lockerer Atmosphäre auszutauschen und einen neuen Impuls für Identifikation und Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft zu ermöglichen. Ja, ist enorm wichtig. Ich denke gerade in der Situation, wo wir uns befinden, ist es einfach noch wichtiger, noch enger zusammenzurücken. Und da tut das natürlich sehr gut, wenn einen so viele Leute hier ins Trainingslager unterstützen und auch begleiten. Und da kann man sich mal austauschen, auch vielleicht mal einen Einblick bekommen, wie die Leute drumherum das Ganze sehen. Und ist natürlich schön, wenn man da immer dann Zuspruch bekommt und auch den Mut gemacht bekommt, dass natürlich eine schwierige Situation ist, aber trotzdem alles möglich ist. Und ich denke, das kann man nur gemeinsam schaffen. Ja, also ich denke schon. Wir hatten ja jetzt hier schon das ein oder andere Gespräch auch mit den Fans. Und ich habe auch ganz klar gesagt, wenn man sowas schon hat, so eine Möglichkeit, so eine Band hinter sich zu haben, dann sollte man auch versuchen oder alles daran setzen, dass man als Einheit, Mannschaft und Fans das zusammen angeht. Und ich denke, das kann dann am Ende in den entscheidenden Momenten auch nochmal einen extra Push geben und dann auch wirklich nochmal 1-2% rausholen.